Okay, ich bin der Neutral. Ich bin der Neutral. Möge der Bessere gewinnen. Es geht um den Sieger des diesjährigen Fischerstechens und der Kampf ist frei. Schau, dass alle Markierungen passen, was ist so sich stimmt. Bitte vermeidet Gesicht und gehen Italien. Und es kann losgehen. Ganz bedachte Ruderer. Dänemark im altbewährten Dänemark. Markus mit C, total gelangweilt. Auf der hinteren Seite. Denkt sie, wie wird es wohl hinausgehen? Meine Herren, es geht um 30 Liter Bier, na, um 15, weil ich bin auch dabei. Also bitte gebt euer Bestes. Einer wird nun baden gehen. Ein Abtasten. Ein leichtes Zustoßen. Ein Greifen. Wann kommt der feine Stoß? Ja! Oh, 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 oh! So war nicht schlecht. So war nicht schlecht. Abgefedert, einen Kneffelstoß abgefedert vom Roland Pfeiffer. Also, was ist so? Hut ab. Ja, sie bewegen sich aufeinander zu. Die Grimassen werden natürlich immer heftiger. Man hört bereits die ersten bösen Worte. Da kann man dann noch hinten drauf, nicht, dass ich von Liebe und Liebe kippt von lauter Begeisterung. Ja. Anderen. Position fällt dann nicht richtig. Die Zunge! Die Zunge! Ah! Denn da hinten ohne, das gibt's doch nicht noch. Ja, meine Damen und Herren, der Sieger steht fest. Wenn es auch nicht der Letztjährige war, so ist es der heutige Fischereiverein Dietenhofen gewinnt dieses Fischerstechen 2008 tapfer geschlagen. Und meinen ganzen Respekt an das Team Pruppel verabschiede mit einem ganz herzlichen Applaus. Gewünschte Unterhose nicht bekommen. Herzlichen Dank an das Mischmasch. Und ich höre soeben, durch diesen Freilos der Backboys war es noch nicht der letzte Kampf. Weil wir haben nämlich Platz 3 noch nicht umgesucht.